Hallo und willkommen zurück zu Avedon 3. Wir werden dieses Mal nochmal in der Schatzkammer schauen, ob wir dieses Ding da kaputt bekommen. Und hier waren noch eine Reihe Kisten, die man knacken konnte. Jetzt muss ich mal gucken in meiner To-Do-Liste. Goldcrack, Haus im Westen, habe ich mir aufgeschrieben. Haus im Westen. Ja, gehen wir zuerst hin. Aber das ist das Titanencamp, das wollte ich eigentlich nicht. Dann war das wahrscheinlich hier. Aus dem Westen, Tür mit Lockpick, eventuell Geheimgang. Ach, da unten. Mhm, ja, da brauchen wir gar keinen Lockpick für. Titan Steel Razor Disc, weiß ich gar nicht, ob wir die noch brauchen können. Steel Halberd brauchen wir auf jeden Fall nicht, das ist Unsinn. Und okay, fertig. Das war jetzt nicht so spektakulär. Dann Goldcrack Titan Camp. Da laufen wir als nächstes hin. Dahin. Die hatten da die Kiste, glaube ich, die nicht aufging. Taverne Kiste Lockpick, ja, ja. Aha. Take one Lockpick. Alles not yours. Na gut, dann lassen wir das. Auch wenn es wahrscheinlich keinen Unterschied macht, wenn die sowieso schon tot sind. Wenn man da irgendwas klaut. Okay, dann wird das auch erledigt. Dann Goldcrack Haus in der Mitte, Tür Lockpick 1. Ja, und das ist das letzte Ding gewesen, dann hat man den Golem noch. Da können wir diese Bibliotheksquest dann noch machen. So, wie hieß denn diese Quest? Ah ja, das Wallace's Errands. Wallace's Errands. When Goldrick was abandoned, several thick leather-bound volumes of records and ledgers were left behind. These should be burned to keep them away from enemy spies. First, however, you will have to find where they were hidden. Mhm. Ja, und da sind wir. These shelves are lined with moldy books left behind when the city was abandoned. You look through them, searching for the books of records Commander Wallace described. They aren't here. You do, however, find about a dozen gaps in the rows to books. Some of them were removed in quite a hurry. You look for signs of where they were taken. Interestingly, a trail of scraps of parchment meanders along the floor to the west. Darüber. Daraus. Aha. Da rein. Ja, okay, und da waren wir ja schon mal. Hidden in this dark chamber, you find the records Commander Wallace described. It's a pile of thick, bulky ledgers and other collections of records. Wallace was right. It's too bulky to pile a hall. A pile to haul 100 miles through the desert.
So you destroy them, as requested. It takes a little work to get them to burn. It doesn't take long. Mission completed. Mhm. Gut, das war jetzt nicht so spektakulär. Und dann gehen wir nochmal und versuchen, diesen Golem zu töten. Das Ding verbraucht schon verdammt viel Mana. Vitality. Mhm. So, dann wieder zurück. Wahrscheinlich hätte ich ja noch die Razor-Disc geben können. Ja, die hat jetzt nur einen Steel. Und nicht Titan-Steel. Der ist gestunt. Das ist nicht wahnsinnig viel Schaden. Wunderbar. Also noch weiter weg. Terrified. So, halb tot. Turret ist schon super stark. Okay. Der müsste eigentlich das hier machen. Die hat den Haste nicht mehr. Den Dings nicht mehr, den Frenzy, dann machen wir das jetzt an. Plötzlich kalt. Okay. Das ist die Spinne.
Die Turret, die hat schon einen ordentlichen Anteil. Da haben wir immer noch Cooldown. Und der hier braucht halt 270. Also die werden wir nicht noch mal holen können. Okay, er hat sich aufgelöst. Corruption, sehr gut. Damages and Slows. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich hier machen kann, noch. Feinschild Reflection, der kommt aber, ne, der könnte hier vorbei. Wenn ich mich weiter rechts halte, geht's noch. Können den ja auch noch holen. Na, er macht aber fast keinen Schaden. Wir könnten jetzt einen Heal machen für die Turrets. Ja. Und da können wir den nochmal rufen. Und hier auch, ja. Da! Yes! Aha! Ja, was natürlich auch meine Behauptung bekräftigt, dass Tinkermages overpowered sind im Verhältnis zu den anderen. Wir haben Assault Crystal und Shard of the Phoenix. Ja. Aha. Ja, ja. Machen wir einfach. Enchanted Nugget, rare valuable items, so, and might be able to craft something out of it. Oh, sehr gut. Dann hat sich das ja tatsächlich gelohnt, das da noch zu machen. Aber ich will trotzdem lieber mit der Magierin weiterspielen. Das hier ist ein bisschen... Naja, limitiert, sage ich mal. Also so von dem... Vom Spiel her, da würde man halt nur noch die Turrets bauen und gucken, dass man auf die Entfernung draufballert. Ansonsten hatten wir hier nichts mehr, oder? Das hier müssten wir jetzt abgeben. Das ist, da könnten wir jetzt noch mal vorbeigucken.
Treasure Vault. Da müssten wir nochmal mit Dings reden. Ja, zu dem. Können wir erstmal was bauen lassen. Gehen wir dann nochmal hin nach Camp Nightshade. Mir gerade noch auf. Levent gave you the key. Valkyrie was while rooting with the keeper's audience. So it's usually can do services for him for valuable rewards. Ja. Overseer in X. Und West. Da schreibe ich das auch noch dazu. Ich ja weiß, wo ich dran bin. So, und jetzt gehen wir mal bei dem dieses Item ab. Craft any items for me, of course. If you have found rare and unique materials, blah blah, I found a gold nugget. Crafter son Nicodemus eagerly rips the item out of your hands. You judged this nugget correctly. I'm not sure what this magic is, but I'm sure I can put it into work for you. Also takes your money, blah blah. Of clang, shouting and occasional pain, curse. Then he comes back with his synced arms and a necklace. I made the gold into a necklace. As you can see, the hard part was manipulating it without losing any of the energy. I succeeded. You are welcome. Okay, vielen Dank. The Mad Genius, Metal Earth. Ja. Critical Hit Chance, Blessings, Curses you cause. Ja. Vielleicht die dann. Erscheint mir jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber vielleicht machen diese 10% diesen Buff länger. Weiß ich nicht. Frenzy vor 3 Runden. Acid für 6. Acid für 6. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht. Vielleicht ist das für die Magierin noch besser. Wobei die ja keine Blessings. Ja doch, die hat diesen diesen Buff mit den Resis. Vielleicht skaliert der damit. Gut, dann gehen wir erstmal zurück nach Goldcrack. Ne, Quatsch, das war falsch. Falsch. Wir gehen zurück nach Zethron's Keep. Gucken wir mal, ob wir mit dem noch mal reden können, weil wir ja da ja auch was Neues eingeläutet hatten. Could use more work. Zethron nods. I think I might use your return later. Ne, war nix. Dann doch, mit dem hier müssten wir noch reden, oder, Wallace? I burnt the papers in Goldcrack. Do you tell Wallace the story? He nods
with approval. Good, they didn't mean much to us, but they could have helped the enemy. I saved this in case you succeeded. Finn fishes a scarab out of his pouch and hands it to you. I still think Redbeard should go and take you with him, but I'm fair. Thank you for your help, Cordano. You are a fair sort. How else can I help out? Wallace shakes his head. Honestly, help Redbeard do what he needs to, then take him away. That's the aid I need now. Okay. Und dem können wir jetzt noch sagen, dass wir diesen Schatz gefunden haben. Oh. When you approach Redbeard, he leans back and pushes his papers aside. Normally, this would relax you. In Redbeard's current mercurial state, you know better. He motions for you to sit. Then he chats with you about minor events in camp. Then he says, out of nowhere, Nathalie is certainly eager for more learning, isn't she? More power? I've noticed that. She hardly hides it. She's always hunting for power, ever since I first met her. Has she mentioned anything to you about the library in Darum? Yes, she mentioned a library hidden in southern Darum. Redbeard nods, unsurprised. I'm sure she did. The last time she went out looking for secrets, it crippled her hands. Even then, she was very, very lucky. You should be very careful. I'm very careful about how much power I allow the mages under my command to obtain. Why? Because servants of Avedon already have so much power, and they need to be calm and sane. Magic would give them too much power, and at the same time slowly unbalance them. I do allow some of our wizards great power, but only when I'm absolutely sure I can trust them. And Nathalie can't be trusted? No, not yet. Probably never. She's just too hungry, and she's useful enough to me as she is. You can help her get a little power, but I order you to limit her. She must not be allowed to get all she wants. We will not discuss it again until I say so. What else do you need? I went to Goldcrack. Their treasury is intact. Redbeard is confused. It takes a minute to remind him of the issue. Oh yes, the gold we need. You found it. Good. I will send some soldiers to clear pests out of Goldcrack and reinstall Levant. There's only one thing left to decide. Decide what? How much of the gold, das hatte ich ja vorher schon mal vorgelesen, we should take half of that treasury. Redbeard sighs, you're so soft, bla 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 bla. That's all I need. Da haben wir jetzt nichts mehr bekommen, vielleicht müssen wir das noch mit dieser Lavent-Dings da abgeben. Da werde ich jetzt auch als nächstes hin. The Great Dragon müssen wir später reden. Overseer in Exile, da müssen wir jetzt mit dem Typen reden, das ist auch dort. Library Bounty kommen wir noch nicht hin. Despair in the Dark, da kommen wir auch noch nicht hin. Und, ja, okay. Strength und Endurance. Achso, dann müssen wir sowieso nochmal zurück. Denn die hat ja jetzt noch diesen, den brauche ich dort. So, Titan Steel Razor Disc kann die natürlich jetzt haben. Ach, geht nicht. Dexterity 10. Naja, sollte ich dann aber schon mal erhöhen. Ja, okay. Also, plus 1 Stärke und plus 1 Endurance. Wie viel Armor? 83%. Genauso viel wie die. Ja. Strength and Endurance. Was hat die denn? 2 Stärke. Das hier ist also wertvoller. Macht ja auch wenig Sinn eigentlich. Er hat nur 1 Dexterity. 1 Intelligence. Das. Ja, und das hier hatte ich ja jetzt auch noch nicht verteilt. Das könnte die eventuell haben. Aber 10% Crit klingt da jetzt auch nicht schlecht. Also es hat die, achso, es ist das auch mit drin. Ja, dann ist das doch super Austausch.
Strength, Endurance. Haben wir noch irgendwas, was hier weniger sinnvoll ist? Strength, Dexterity. Ja. Dexterity, Intelligence. Dann kann die das nehmen. Dann hat die auch genug, um das jetzt zu nehmen. Darüber. Rüber. Rüber. Curing Brew. Ja, und da weiß ich immer noch nicht, wer das umbauen kann. Drake Skin. Na gut. Dann gehen wir mal. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes die Quest von dem Schamanen an. Ich nehme an, dass ich dann einen von den beiden wieder loswerden muss erstmal. Ne, gar nicht wahr. Ich gehe erst noch nach Avadon. Ja, dazu muss ich nach Green Refuge. Da wieder hin. Und da unten in das Portal. A companion decides to return to your base instead of accompanying you to Avadon. Ja. Yeah. Levent. So, was der Levent invites you to sit on his bench with him. He sips water and carefully watches anyone who walks by, looking for anyone who could help him. I'm happy to speak with your hand. I've been here a long time and most here have tired of me. Goldcrack will be reclaimed and you can return. We will be taking half of your treasury. Overseer Levent is profoundly relieved. You have done so much for us, Cadorn. My people thank you. Take this as a token of gratitude. He removes his necklace and hands it to you. I will go home very soon. I will take sure all of Goldcrack's people learn what you did for us. He starts to gather his things together. And I can escape this purgatory of waiting room at last. Conversation ends. Hostile Effect Resistance. Oh, das ist nicht schlecht. Was ist denn das für eine, das ist eine Kette? Naja. Zwar. What is your master stroke to say in Avadon? Not yet, no time. Come back when Warborn is crushed, then I tell you a great plan. What do you say your help in Avadon? Haben wir da keinen? Okay, also gibt's da noch keine neue Quest. Auf Zwar. Back back later sometime. The Red Stone in Avadon.
Okay. Also aktuell nix. Vielleicht können wir auch nochmal mit dem Oberhorsch hier reden. Nö. Also nichts, was neu wäre. Ach, da war auch noch so. Okay, hoppla. Hätte ich. Dann schneller hätte ich mir die Reise ersparen können. Ja, okay, wurscht. Wir nehmen jetzt unsere Leute mit. Und dann geht's nach Kirik-Tor. Dann werden wir dem Druiden mal helfen. Wohl Kirik-Tor. You hear a soft rustle in the underbrush. You turn and find Rudolf, who followed you here, effortlessly undetected. He says, "Thank you for coming, Cordano. Doing what I need to do is dangerous, and I don't want to be alone. You're looking for one lone standing stone in a grove. It's across the river to the south of where we first entered these woods." Den müssen wir mitnehmen. Ja, nehmen wir den noch mit. Dann wird das halt jetzt sehr melee-lastig. Den sollten wir wahrscheinlich dann auch mal steigern. 14 Punkte. Endurance ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Das ist der Main Skill. Okay. Und das auch wieder. Ja, den könnten wir auf Heilung setzen, aber. Reduce effectiveness of all blessings and curses. Summon pets appear with haste. Und adds 5% level. A chance to each combat turn. Of sanctifying the ground nearby. Aha. Okay, dann haben wir immer noch 16 Punkte übrig. Healing Chant. Das hier ist Healing Touch. Summons the power of nature to heal one ally. Summons the nature of power to heal all nearby allies. Also machen wir das hier auf 6 und den hier auf 6. Und Wolf Hellhound. Damit könnten wir Salamander. Lizard has the ability to summon a cloud of fire. And there's a powerful drake to fight by your side. That secures one hostile status effect for each nearby ally. Raise a powerful protective ward. Reflect a magical damage back at the enemy cast. Also gives magical resistance to nearby allies. Sacred ground. Blesses the ground around you, healing and augmenting the abilities. Heal and haste your pet. Das hier klingt ja auch nicht schlecht. Aber der hat halt keinen Kampfnutzen aktuell. Also wäre es wahrscheinlich gut, das hier erstmal voll zu machen. Ja, haben wir noch einen übrig, das passt schon. Und der kann dann auch jetzt diesen Stab noch nehmen, oder? Magical Damage. Ja, ist auf jeden Fall. Der hat plus 10% Healing.
Der hat alles Mögliche. Nature Mastery. Was war denn Nature Mastery? Das hier. Increase your health by 4%. Ja, echt. Okay. Dann. Der hat fast keine Scarabs. Können wir jetzt eh gerade nichts tun. Plus 1 Endurance, was ja auch eher schlecht ist. Hostile Effect Resistance ist schon extrem gut. Eigentlich müsste ich das bei wem anders nehmen. Nehmen wir den stattdessen erstmal. Er hat noch keinen Ring. Aber das ist kein Ring, das ist ein Bracelet. Hold Resistance, Curse Resistance, Energy and Mind Effect. Cold sehr wenig. Aber mein Defekt ist halt ziemlich. Na, den brauche ich aber wahrscheinlich für was anderes noch. Der hier ist eher. Nehmen wir den. Ja, fertig. Er hätte sogar noch hier noch einen gehabt. Im Bracelet of. Das ist auch ein Bracelet, okay. Dragskin Leather Armor. Fine Cloak. Breakscale Mantle. Das können wir weghauen. Ja. Achso, und Schuhe eventuell noch. Chainmail Boots. Ne, nicht wirklich. Okay. Achso, und bevor ich in den Kampf komme, setze ich das lieber jetzt schon mal. Das ist ein Single Heal. Healing Touch. Drei Heals hat der, das ist schon nicht schlecht. Also vier mit dem. Summons the power of nature to heal and haste your pet. Call Hellhound. Ja, dadurch, dass man immer sowieso nur einen von denen ruft, macht es keinen Sinn, den kleinen zu nehmen. Jo. Laufen wir mal da runter. Okay. Rudo leads you to a lone, mossy standing stone at the end of an isolated path. He checks to make sure you aren't being followed. Then he checks again. Then he turns to you. Thank you for coming, Kodanor. This is a very dangerous job to do alone. These are enemy lands, after all. He turns and walks over to the stone. Fine. What are we here for? Rudo doesn't say anything. Instead, he pulls a scroll and some waxed paper out of his satchel. He carefully wraps the scroll in the paper. Then he buries it at the base of the stone. What was that? It was a message from my master. It describes in detail the recent movements and proclamations of Redbeard. Your other companions, a companion starting at staring at Rudo, a guest. He's now involving you in something very dangerous. Who is your master? I am sending information to Keeper Protoss, the true master of Avedon. I have been leaving messages for him for some time. He doesn't plan to arrest Redbeard yet, but he does need to know what the Rogue Keeper is doing. I am telling him.
Alida leans against a tree, trembling with terror. Rudo, you haven't been in the Evidon dungeons. I have. You don't know the horror you will be bringing on us all. Rudo says, I understand your concern. You fear Redbeard, so you do nothing. Everyone does. This is why the world has gone mad. Why are you involving me now? As we move, the drop points I use change. As we get closer to the war, the destinations get more dangerous. That is why I need your protection. I'm glad to hear it. I distrust Redbeard too. Not enough, I think. Redbeard refused to listen to the Wild Rim. He ignored us, dismissed us. He saw us as poor and ignorant. When we spoke back, he sent us to his dungeons. I don't support the rebellion, but I see he made it inevitable. Redbeard is guilty of a horrible crime. What is Redbeard's crime? He thinks he is a god. He thinks the pact serves him, not the other way around. I promise you this, the rebellion was not inevitable. A few small concessions could have prevented it. Redbeard refused to compromise, not even a tiny bit. His pride caused this disaster. You are right. Redwood led us into an unnecessary war. Redwood did what he needed to do. The pact's unity must be preserved. Rebellion is not allowed. That is true. That is what hurts the most. That my people deserve their many, many punishments. But what happens now? Redbeard grows weaker and more erratic by the day, and he will never give up his claim to Evidon. We will each have to choose a side soon. Well then, what was that? Your fierce whispered debate has been interrupted. A band of Wildrim warriors has slipped down to the path behind you. You recognize some of them from your time in Kirik Tor. They are rebels. They are not pretending to be friendly anymore, and their weapons are out. How did they sneak up on us? Rudo says. These are their native woods. If they want to stay hidden here, not even I can find them. What are you doing here? Their leader steps forward. I'm Tarla, a true defender of our land, unlike you, she snarls at Rudo. A defender Emery wants to surrender. He will give us to your dungeons. He will return the Wildrim to slavery. Rudolf is shocked. You want to break the truce? Continue the rebellion? That is madness. And how do you think you will prevent it? Tarla replies. We will kill some hands of Evidon and drop their pathetic corpses on a free road. Evidon will never deal with Emery after that. And you do realize that I'll have to kill you. I want you to try. The scars and stains of battle will mark our corpses. Your corpses. Our corpses werden sie wahrscheinlich dann marken. This will make Evidon even angrier. Then they will reject peace and Delis will become our ally. The rebels advance on you. Tarla. Nicht an keinen Namen kann ich mich noch erinnern, aber nicht an den Zusammenhang. Wer genau das jetzt war. Dahin und wenn sie. Hellhounds. Laufen wir mal einen Schritt zurück. Und ja, auch nicht schlecht. Der Hellhound kann auch casten. Aber nur so ein Zauberbuch. Spine Shield, das ist nicht so gut. Aber passt schon. Machen wir hier auch ein Spine Shield an. Und holen auch noch ein Vieh raus.
Healing Chant. Da kann man ein Ziel bestimmen. Healing Touch kann man auch ein Ziel bestimmen. Das ist Group Heal, der macht auf allen. Na, dann heilen wir den erstmal selber. Okay, der muss weg. Aha. Der hat gesessen. Fressen wir den auf. So ein bisschen Schaden, aber passt schon. Der hat so eine Aura jetzt gebaut. Aha. Die Druide ist schon nicht schlecht. Ja, das war ja eher einfach. The rebels are dead. Trudeau stands over their bodies, panting and full of despair. The fools curse them for making me kill my people. Another pile of bodies brought to this by the madness of Redbeard. You spent a long, grim several hours burying the bodies. The assault won't disrupt the peace you negotiated. Thank you, Kurano. Without you, I would be dead. My work is done for now. Redbeard can still be kept in check. What about the message? It stays here. Agree with me or not, I insist. The Pact has the right to know what Redbeard is doing in its name. I'm glad I was able to help. This will not be the end of it. As long as Redbeard is allowed to roam wild, a rogue and a mercenary, the Pact will not be safe. I will need your help again. Come, we need to get back to our own camp before we are detected. Quest advanced. The Informer. Shamanic Staff. Titan Steel Javelin. Brauchen wir nicht mehr. Shamanic Stay 40. Beast Focus und Magical Damage. Naja, das ist aber nicht so gut. Okay, dann können wir wieder abziehen. Hier noch irgendwas? Brigands, Young Shaman, nö. Warrior snarls that you leave the camp quickly or else. Ja komm, dann bringen wir die halt auch noch um. Wobei, das war der, der meinte, dass wir auf keinen Fall wen umbringen sollten. Deshalb machen wir das mal besser nicht. Jawohl. So, tja, dann gehen wir noch... nach Zethrons Keep zurück. Bauen wir die Gruppe um. Und dann schauen wir mal weiter.
der nochmal was zu sagen? Nö. Selena? Nö. Rudo? I'd like to talk about your secret trips. Rudo leans close and whispers, I thank you for your help, Cordano, but I can't discuss this here. I'm sure you understand. I will let you know when I need to your help again. I hope you don't think I'm being dishonorable. I'm the only one who knows about them? Yes. You're betraying our keeper. That isn't right. You are taking risks for the good of the pact. That much is true. I'm like you. I do what I'm told to, so I don't get punished. Yet, I believe that what I'm doing is right. I don't know if I'm honorable anymore. Uh-huh. Kalida. Botan. Nö. Tell me more about the library in Dairam. She sits and thinks about it. Every time I find a way to learn and explain my skills, I'm thwarted. I should trust you, Cordano, but I can't. All I ever wanted was to learn, and I can't. I will only be young and energetic for so long. I feel like I am passing my peak, and I'm losing the chance to... For a moment, a facade of arrogance fades. Only a moment. I don't know what I will do, Cordano. I can help you to go to the library. That is kind of you to say. If I ever want your help, I will be sure to ask. Did you need anything else? That's all I need for now. Then I will return to my studies. She frowns at her old scrolls, all of which she knows by heart, and returns to her exercises. Okay, dann haben wir da jetzt erstmal nichts. Also, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Library Bounty können wir sowieso nichts direkt machen. Despair in the Dark ist auch mehr indirekt. The Warborn. Travel south to the arena of Warborn and meet Commander Ellis. Sneak into the arena, disrupt the enemy's meeting and slay Delis. Mhm. Ja, dann ist das wohl das Einzige, was wir jetzt gerade machen können. So, die nehmen wir wieder mit. Und dann gehen wir rüber. Dum, 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 dum. Aha. Arena of the Warborn. So. Und hier werde ich dann auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Und dann werden wir uns das beim nächsten Mal anschauen. Bis dann!